Vitalarrhythmie für den Antreiber, mach's den anderen recht. Es gibt 5 Antreiber, die mächtige Faktoren sind auf dem Weg in den Stress. Der 3. davon heißt, mach's den anderen recht. Hier arbeiten wir mit den dynamischen Kraftfeldern M, O und E. Dabei geht es darum, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und zu respektieren. Sich nicht nur über die Bedürfnisse von anderen zu definieren, sondern ebenso über die eigenen. So erhalten Sie einen Energiespender für Ihr Selbstwertgefühl aus dem eigenen Inneren heraus. Um die Macht dieses Antreibers einzugrenzen, stellen wir ihm einen Erlaubnissatz und damit etwas Positives an die Seite. Sprechen Sie deshalb zuerst 3-mal für sich den zu diesem Antreiber gehörenden Erlaubnissatz: Ich darf auf meine Bedürfnisse achten und sie mindestens so wichtig nehmen wie die der anderen. Mit dem Laut M kommen Sie in einen wahrnehmenden Atem zwischen sich und der Welt. Schieben Sie die Arme weit von sich, als wollten Sie sich in der Welt verlieren, und holen Sie sie dann wieder zu sich heran. Bei jedem 2. Mal nehmen Sie die Weite etwas zurück, um immer näher zu sich selbst zu kommen, bis Sie bei den letzten beiden Bewegungen in Ihrem eigenen Herzensraum angekommen sind, in diesem schwingen und atmen können. Das ist Ihr Raum. Dort haben Sie am meisten Kontakt zu sich selbst. Jetzt folgen O und E im Wechsel. Gehen Sie 3 Schritte zurück, langsam und ruhig sich vortastend. Dann umschließen Sie Ihre eigene Mitte und legen die Hände übereinander, um den Raum wirklich zu Ihrem werden zu lassen. Anschließend gehen Sie 3 ruhige Schritte nach vorne, stehen gut auf beiden Füßen und legen nun beide Unterarme über Kreuz zum E. Spüren Sie gut in den Kreuzungspunkt hinein. Damit grenzen Sie sich gegen alle Anforderungen ab, die von außen auf Sie einstürmen. Verstärken Sie diesen Effekt nun noch, indem Sie nach dem Rückwärtsgehen das E gleich nach dem O bilden und dann entschlossen mit überkreuzten Unterarmen 3 Schritte nach vorne gehen. Zurückgehen mit ruhigen Schritten. Auf beiden Füßen gut mit der Erde verbunden sein, den eigenen Raum umfassend im O und nun direkt ins E, den eigenen Raum aufrecht erhaltend, wieder nach vorne gehen. Wiederholen Sie diese Abfolge 3-mal. Zum Abschluss führen Sie beide Hände unter der Brust zusammen und sprechen noch einmal Ihren Erlaubnissatz. Ich darf auf meine Bedürfnisse achten und sie mindestens so wichtig nehmen wie die der anderen.